Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen zusammenrücken müssen, dass der Andrang ein sehr großer ist. Es gibt noch ein paar Plätze vielleicht für all jene, die da hinten noch im letzten Eckerl stehen. Also es gäbe noch ein bisschen Platz zum Sitzen. Ich freue mich, dass wir heute den Auftakt unserer Herbstgespräche hier im Presseclub mit Ihnen, Herr Landeshauptmann, machen dürfen. Wir haben ja den gesellschaftlichen Auftakt fürs Presseclub-Jahr im Hof abgehalten im September bei unserem sehr gut besuchten Presseclubfest. Sie waren ja auch mit dabei, da gab es ein bisschen die Gelegenheit, Smalltalk zu führen. Heute, die nächste Stunde, soll Gelegenheit geben, auch auf Inhalte genauer einzugehen. Und es gibt ja genug Themen nach der Wahl vom vergangenen Sonntag. Also ich denke, dass wir uns gleich mitten hineinstürzen in dieses Gespräch, weil es sehr, sehr viel zum Aufarbeiten gibt. Herr Landeshauptmann, auch von mir einen schönen guten Abend, natürlich auch an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich darf Sie bitten, eingangs vielleicht so um eine kleine Bestandsaufnahme, um eine aktuelle Einschätzung von Ihnen, auch nach einem Tag, an dem der Bundesparteivorstand in Wien tagte, vielleicht die eine oder andere Impression, die für uns interessant sein könnte. Und ja, eine kleine aktuelle Bestandsaufnahme, sowohl was das Geschehen auf Bundesebene anlangt und dann bitte auch auf Landesebene. Ja. Vielen Dank. Ja, sehr herzlichen Dank für die Einladung hierher in den Presseclub. In der Tat war natürlich der Sonntag ein sehr, sehr schönes Ereignis für Sebastian Kurz und uns alle in der Volkspartei. Ich denke mir, dass wir seit dem Sommer, seit der Abwahl durch die Sozialdemokraten und die Freiheitlichen wussten, dass die ÖVP zulegen wird. Die Stimmung war anhaltend gut. Es hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Die Dimension ist stärker geworden. Aber wir hatten immer so plus minus mit 34% gerechnet, dass das übertroffen wurde, dass die anderen noch mehr verloren haben, dass die Grünen ziemlich fulminant wieder in den Nationalrat gekommen sind. Ist in der Dimension ein bisschen anders, aber ändert nichts daran, dass das seit Monaten in diese Richtung gegangen ist. Ich persönlich bin froh, dass Klarheit geschaffen wurde. Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden, dass Sebastian Kurz wieder Bundeskanzler sein soll. Alles andere, wie soll ich sagen, liegt in den Sternen. Wir haben heute auch beraten im Bundesparteivorstand. Ich habe ja alle möglichen Niederlagen und alle möglichen Erfolge miterlebt in meiner politischen Arbeit. Für mich war es wohltuend, dass man diesen zweifellos großen Erfolg mit Demut, mit großer Freude, aber nicht mit Übermut in den Wortmeldungen gesehen hat. Die Regierungsbildung wird sicherlich schwierig. Die Parteien, die eine große Rolle gespielt haben, vielleicht wieder spielen werden, sind teilweise mit sich selbst beschäftigt. Wir wissen nicht, was sich in den nächsten Tagen tut, wer da Ansprechpartner sein wird. Es gibt ja gar nicht wenige, die sich jetzt selber aus dem Spiel nehmen. Vereinbart wurde, dass der Sebastian Kurz in den nächsten Tagen mit allen Chefs oder Chefinnen der Parlamentsparteien Gespräche führen wird, dass es dann in kleineren Gruppen weitere Gespräche führt und wenn dann der Auftrag des Bundespräsidenten kommt, der kann ja frühestens am Donnerstag oder Freitag kommen, wenn das endgültige Ergebnis vorliegt, dann wird man eben diese Gespräche aufnehmen und später auch zu Verhandlungen kommen. Persönlich habe ich schon den Eindruck, dass das eine schwierige Regierungsbildung wird. Aber ich hoffe, dass am Ende
die Verantwortung für Österreich die größere Rolle spielt. Was die Steiermark anlangt, hoffe ich, dass wir uns einen so schmutzigen Wahlkampf, wie wir ihn auf der Bundesebene erlebt haben, gegenseitig ersparen können. Das war zum Teil schon tiefe Schublade, alle gegen Kurz. Möglicherweise hat es ihn trotzdem am Ende des Tages so genutzt. Ich habe ja mit anderen, mit den Freiheitlichen und den Grünen, also praktisch mit einer Zweidrittelmehrheit im Landtag, mitentschieden, dass wir die Wahlen nicht im Mai, sondern im November machen, dass wir nicht ein ganzes Jahr Wahlkämpfen. Ich habe darüber hinaus vorgeschlagen, dass wir im Oktober das Land nicht überziehen mit Plakaten, dass wir Wahlkampfgroßveranstaltungen nicht durchführen. Die Antwort der anderen Parteien ist, dass man davon möglicherweise nichts hält. Wir halten uns daran. Wir werden im Oktober nicht plakatieren, wir werden auch keine Großveranstaltungen machen. Für mich ändert sich nichts. Ich bin die ganze Periode lang Tag und Nacht im Land unterwegs und werde das natürlich im Oktober auch sein. Aber Wahlkampf findet ab dem 4. November 3 Wochen statt. Und da werden wir klarlegen, warum wir glauben, dass sich die Steirerinnen und Steirer wieder für uns entscheiden sollen. Ich habe immer gesagt, kurzer Wahlkampf, zeitlich ein kurzer Wahlkampf. Ich habe immer gesagt, dass wir, wenn wir im Dezember konstituieren, dann damit rechnen können, dass wir auch im Jänner eine neue Bundesregierung haben, dass wir durchstarten. Wir haben viel vor auf dem Gebiet der Arbeit, der Wirtschaft, vor allem der Forschung und Entwicklung. Darin steckt ja die Arbeit der Zukunft. Und dass sich mit den Bundesregierungsmitgliedern bald nach der Wahl auch verhandeln möchte, was der Steiermark zusteht und was wir zusätzlich brauchen. Daher werde ich für mich selbstverständlich in Wien auf der Bundesebene weiter mitmischen. Das ist ja meine Aufgabe als Landeshauptmann. Nur so gelingt es, dass wir etwa im Finanzausgleich einmal Bewegung bekommen. Nur so gelingt es, dass wir für unsere Universitäten, für unsere Forschungsziele mehr bekommen als bisher. Als bisher ist vielleicht sogar falsch gesagt, weil wir in den letzten 2 Jahren sehr viel zusätzlich bekommen haben und dass wir dann eben sozusagen neu durchstarten können. Ich habe immer die Steiermark im Auge. Es geht mir immer um die Frage, was können wir tun, was der Steiermark nutzt. Und ich glaube, ein kurzer Wahlkampf ist gut fürs Land. Ich spüre das auch bei den Menschen. Ich habe abseits aller Umfragen in den letzten Monaten gespürt, die Leute wollen den Sebastian Kurz als Bundeskanzler haben. Je mehr alle gegen ihn agiert haben, dass natürlich das, was sich in den letzten 10, 14 Tagen abgespielt hat, den Freiheitlichen noch einmal massiver schadet als alles, was bisher schon da war, war erwartbar. Aber ich hoffe, dass sich die Emotion auf der Bundesebene auch widerlegt, dass man zu guten Gesprächen kommt. Und ich hoffe, dass die Gespräche bei uns nie abreißen. Ich habe immer gesagt, es gilt, dass meine Hand ausgestreckt bleibt. Wir haben mit der SPÖ in der Steiermark gut zusammengearbeitet. Wir haben Reformen vor uns, die ich nicht aufgeben möchte, die ich nicht dem Zeitgeist opfern möchte. Wir müssen auch das Budget stärker in Ordnung bringen, als uns das bisher gelungen ist. Und das kann nur eine möglichst große Mehrheit im Landtag sein, die da die Regierung, die Koalition stützt. Und daher möchte ich aus der heutigen Sicht überhaupt niemanden aus einer Verantwortung ausschließen, auch nicht sagen, mit wem man nicht könnte, denn wer immer in den Landtag kommt oder wer immer jetzt in den Nationalrat gekommen ist,
Das ist durch Wähler geschehen, nicht durch Putsch. Und viele dieser Wähler haben früher auch einmal uns gewählt. Also ich kann ja nicht gegen die Wählerinnen und Wähler vorgehen. Aber natürlich hängt es dann davon ab, mit welcher Partei kann man Maßnahmen fürs Land seriös und ohne Schielen auf das Wohl der Partei, sondern mit Blick auf das Wohl des Landes durchführen. Dankeschön. Herr Landeshauptmann, Sie sprachen mehrfach von Regierungsbildung. Man weiß, das steht in den kommenden Wochen und Monaten bevor. Man weiß auch, dass Personelles zum Schluss kommt. Aber ich gehe aus, und ich glaube, bin da nicht der Einzige, dass es eine Erwartungshaltung gibt, dass die Steiermark im zukünftigen Regierungsteam prominent vertreten sein wird. Ja, ich habe mit dem Sebastian Kurz in den letzten Monaten, Wochen, Tagen, Stunden auch das natürlich erörtert. Das ist jetzt nicht sein Hauptproblem, aber ich denke mir, dass die Juliane Bogner-Strauß wie eine Löwin gekämpft hat, dass es möglicherweise, ja, ich bin sogar überzeugt davon, dass es mit ihr zusammenhängt, dass wir Alzerl weiter zugenommen haben als andere. Und persönlich rechne ich fix damit, dass die Juliane der Ministerriege angehört. Auch, dass Hartwig Löger der Ministerriege angehört. Sie dürfen ja nicht vergessen, wir haben in Zeiten, wo die ÖVP bei Landtagswahlen in der Steiermark mit dem Fritz Niederl, mit dem Joschi Greiner absolute Mehrheiten hatte, große Mehrheiten bei Nationalratswahlen für die Sozialdemokraten. In der Mehrheit der Nationalratswahlen seit 1945 hat die SPÖ die Mehrheit gehabt. Am Sonntag haben wir 39% erreicht, die Sozialdemokraten 19 oder 18, jedenfalls wir sind doppelt so stark. Da hätte ich jede Wette verspielt. Aber ich bin natürlich auch Realist. Wir sind nicht Oberösterreich, wir sind nicht Niederösterreich, wo das sozusagen nach einem einzigen Schema passiert, entweder verlieren oder gewinnen, sondern wir sind ein Land, das in etwa der Oststeiermark, auch in der Obersteiermark, politisch völlig anders denkt und wählt als etwa in der Stadt Graz. Wenn Sie Graz nehmen, Sie dürfen nicht 17 nehmen, das war ja die Ausnahme, Ausnahmen gibt es, aber nehmen Sie 13, da hatten etwa die Grünen in Graz knapp 22%, ja? Jetzt ist, glaube ich, 27,5 oder was, und wir knapp unter 29. Damals hatte die ÖVP in der Stadt Graz 17% und war am vierten Platz. Also die Dinge haben sich in einer Dimension verändert. Das, was man früher einmal Stammwähler genannt hat, gibt es praktisch nur mehr in den Geschichtsbüchern. Es ist ein kleines Häuflein von ewig Treuen für Schwarz, Rot, Blau, Grün und so weiter, sondern die Menschen sind mobiler geworden. Und daher sage ich immer, jede Wahl hat ihre Eigengesetzlichkeiten. Also ich bin gefragt worden von einem Kollegen von Ihnen, ob ich jetzt Angst habe wegen des großen Erfolges. Also noch dabei habe ich nicht Angst, wenn man dazu gewinnt. Aber es ist für uns eine Ermunterung, eine Ermutigung. Aber ich bin weit davon entfernt, den Tag vor dem Abend zu loben. Die Landtagswahl ist etwas ganz anderes. Bei der Landtagswahl steht es jetzt 29,2 für die SPÖ, 28,5 für die ÖVP, 26,5 für die Freiheit.
Das heißt, diesen Rückenwind, den man bekommen hat durch dieses Wahlergebnis bei der Nationalratswahl, den gilt es jetzt zu nutzen, damit nicht dann die Wähler sagen, naja, das ist eh die berüchtigte Gmatewiesen, da brauchen wir eh nicht hingehen, das ist eh für die ÖVP schon erledigt, auch bei der Landtagswahl. Ja, das ist die große Gefahr. Denn der Funktionär ist ein undurchschaubares Wesen, auch bei uns. Und das haben wir ja auch bei der Nationalratswahl befürchtet, aber es ist nicht eingetreten. Sie haben gekämpft, nicht? Da hat man ja auch gesagt, naja, was wollt's denn? Der erste Platz ist klar. Ich glaube, dass die Dynamik gezeigt hat, worum es geht, dass natürlich die Art der Wahlkampfführung anderer Parteien dazu geführt hat, dass unsere Leute aufgestachelt sind. Und was die Landtagswahl anlangt, glaube ich schon, dass unsere Leute wissen, worum es geht. Aber hier werden die Karten neu gemischt und ich bin mit beiden Füßen fest am Boden. Ich entschwinde nicht, denn da gäbe es sicherlich ein böses Erwachen. Sie haben gesagt, die Nationalratswahl ist das eine, Landtagswahl das andere. Gilt das auch für die Wahlbeteiligung, die ja auf Bundesebene zurückgegangen ist? Muss für die Steiermark-Wahl nicht unbedingt auch so sein, oder? Muss nicht so sein, aber auch davon sind wir ja schon längere Zeit entfernt, dass geringe Wahlbeteiligung für die Partei das bedeutet und für die Partei das andere. Das hat sich immer wieder auch geändert. Das sieht man ja jetzt auch an den Wählerstimmen. Es war erwartbar, dass es den Grünen dort noch einmal gut geht. Die Freiheitlichen haben auch ein bisschen was gut gemacht. Das hat am großen Gesamtergebnis nichts geändert, aber es ist auch ein Zug der Zeit, dass man, ich weiß nicht, 1 Million Wahlkartenwähler hatte. Sie haben mehrfach betont, dass es Ihr Anliegen ist, für die Steiermark möglichst viel herauszuholen. Ich darf ein Thema nur benennen, wohlwissend, dass das natürlich kein spezifisches Landesthema ist, aber doch die Steiermark immer wieder auch davon betroffen ist. Das ist das österreichische Bundesheer und da hat es ja Meldungen gegeben, die wirklich echt alarmistisch geklungen haben in den vergangenen Wochen. In der Wirtschaft würde man sagen, eigentlich eine Bankrotterklärung. Und wir wissen, dass in diesem Land wichtige Standorte von Kasernen sind. Und dieses Land immer wieder gerne Zugriff genommen hat, auch auf die Unterstützung und die Hilfe des Bundesheeres, sei es bei Hochwasser, sei es bei Lawinen, sei es bei dichtem Schnee und Schneechaos, wie es dann sehr schnell heißt. Wäre das auch Ihr Anliegen, dieses Thema an bestimmten gegebenen Zeitpunkt größer zu machen im Hinblick darauf, dass das Bundesheer in der Steiermark doch eine wesentliche Rolle spielt? Bei Assistenzeinsätzen, die dann so nicht heißen, wie wir wissen, ja. Aber doch immer wieder ist man auf die Unterstützung angewiesen. Also das haben ja alle Parlamentsparteien im Wahlkampf gesagt und wenn es alle sagen, wird es ja hoffentlich auch eintreten, dass das Bundesheer finanziell gestärkt werden muss, so wie das ja bei der Polizei auch schon geschehen ist. Da hat es ja diese Doppelmilliarde gegeben. Ich glaube, dass der Umschwung in der Frage der Bedeutung der Sicherheit, vor allem auch durch die Polizei, die man auch wieder sieht in den Straßen und das Bundesheer, das die grüne Grenze kontrolliert, 2015 stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben, diese Übung in Spielfeld vor einiger Zeit, wo Kunasek, Kickl und auch ich bei dieser Pressekonferenz waren. Einige waren dort und haben relativ kritisch zu dem Stellung genommen. Ich habe 2015 gesehen, was dort los war. Ich habe mich bei den Chefredakteuren, habe ich mir längst abgewöhnt, dort zu intervenieren, das führt jetzt zum Gegenteil von dem, was man will. Aber in dem Fall habe ich sie wieder einmal angerufen und habe mich beschwert über die Berichte.
und habe sogar da und dort, es ist, der Bericht ist geschrieben und damit, was liegt, das biegt. Aber das ist mir auch nicht darum gegangen, dass das in irgendeiner Form korrigiert wird. Ich habe nur ins Bewusstsein gebracht, dass ich 2015 dort gestanden bin. Ich habe am Tag 15 Mal mit dem Mikl Leitner und 15 Mal mit dem Gerald Klug telefoniert, Code Autobusse. Die Autobusse haben wir nicht deswegen nicht mehr bekommen, weil es keine gegeben hat, sondern weil die in Salzburg nicht mehr weitergeschickt wurden, was Doskozil fängt immer zum Streit mit mir an, wenn ich sage, Nickelsdorf, die ungarische Tiefebene. Das ist ja der große Unterschied. Da in Spielfeld ist ein Trichter. Und wir haben ja zum Beispiel im berühmten Oktober, wo 3.500 über die Grenze marschiert sind, im Einvernehmen aufgemacht, weil wir gewusst hätten, es sind Tote, wenn man versucht, sie aufzuhalten. Weil du die im Trichter nicht aufhalten kannst. Ich habe aber gleichzeitig gesehen, wie das Rote Kreuz und die Polizei mich in Bad Rottgersburg, da waren 2.500 pro Tag, in Spielfeld waren es 8.000, wie die mich in die Flüchtlingszelte nicht mehr hineingelassen haben, weil sie nicht mehr meine Sicherheit garantieren konnten. Darf ich gar nicht reden drüber, da waren mehr Waffen im Gebrauch und Gespräch, als man öffentlich berichtet hat. Und daher habe ich das für in Ordnung empfunden, dass man so einen Fall übt, wie man das geordnet machen kann, wenn, was Gott abhüten möge. Aber seit damals weiß ich, Polizei und Bundesheer, wir wollen jetzt kein Militärstaat werden und Polizeistaat, aber wir müssen besser ausgerüstet werden, da hinken wir beim Bundesheer ein bisschen nach. Was in den letzten Wochen gesagt und geschrieben wurde, war ebenso übertrieben wie in den Monaten davor untertrieben. Sie dürfen nicht vergessen, der gegenwärtige Bundesminister ist ja der Adjutant des Bundespräsidenten, der wollte, dass der das wird. Und der Bundespräsident hat ja jedem Landeshauptmann immer und immer wieder gesagt, das Bundesheer muss besser dotiert werden. Und der Herr hat er den dort auch sozusagen eingesetzt. Gut, aber so arg wie manche tun, ist es nicht. Der Herr Bundesminister hat alles, was es an offenen Fragen gibt, zu sich beordert und hat gesagt, das will er sich anschauen. Und ich erinnere mich, wie es dann geheißen hat, naja, die Erbauer ist nicht sicher. Natürlich haben jetzt auch Mitbewerber für die Landtagswahl, auch Vorgänger vom Stalinger und so weiter, sofort geschrien, skandalös und so weiter. Und ich habe halt gedacht, okay, du bist Landeshauptmann, du musst nicht in der Schlagzeile stehen, und habe den halt angerufen und gesagt, Herr Minister, ich bitte Sie, das 1000-mal zu überlegen, weil. Insbesondere, weil wir beide, er und ich, mit Klagen eingedeckt werden. Es sind ja Verträge, die längst unterschrieben worden sind. Ja, innerhalb von 2 Stunden hat er mir das zugesagt. Natürlich auch mit dem Hinweis, seiner Meinung war das finanziell nicht gedeckt. Sie haben das dann gedeckt. Gut, dass wir sie gehabt haben, die Erbauer, nicht? Weil diese ganze Debatte um den Klimaschutz ist sehr wichtig. Ich weiß jetzt das von eigenen Kindern und so weiter und Neffen und Nichten, wie die da brennen. Aber man muss immer die Kirche auch im Dorf lassen. Die ganze Erbauer verbraucht so viel Kerosin wie ein Flug von Frankfurt nach Toronto und zurück. Darf den Gesprächs- und Themenkreis jetzt bitte erweitern und lade Sie ein, Fragen, Themen, Inhalte, was Sie immer schon wissen wollten, heute funktioniert es.
was Sie immer schon wissen wollten und auch heute nicht erfahren. Na hallo, habe ich so ein schlechtes Image. Wenn du vom Fotografieren aufhörst, bin ich mir jetzt einen Schluck. Aber vielleicht das jetzt mal so planen. Haben Sie jetzt in den nächsten paar Wochen viel Kies oder es wird nicht verteidigbar sein? Wie schaue ich aus? Meine Frau schimpft immer mit mir, dass ich nur graue und blaue Anzüge habe. Also kommt jetzt wenigstens eine türkise Krawatte oder irgendwas rein? Nein. Nein. Also die steirische ÖVP bleibt schwarz. Weiß-grün. Weiß-grün, sagt der Täti gerade. Okay. Weiß-grün. Wir sind weiß-grün und diese. Ja, das war schon schön jetzt im Fernsehen, wenn man sieht, alles türkis. Aber das ist nicht mein Thema. Bei der Nationalratswahl ist mir aufgefallen. Gern, aber dann habe ich den Thomas Rosser rein vorne. Bitte. Es ist mir aufgefallen, dass konstruktives Verhalten im Vergleich zu nur kritisieren und Misstrauensantrag und so weiter, dass da die österreichische Bevölkerung sehr sensibel darauf reagiert hat. Wie es ja in der Steiermark war es in den letzten Jahren so, dass Zusammenarbeit und miteinander Verständnis, glaube ich, auch honoriert wurde. Ich glaube, die Bevölkerung hat auf diese Attacken sehr sensibel reagiert, weil so leicht war es nicht für Kurz all den letzten Wochen und Monaten zu dem Ergebnis zu kommen, aber ich glaube, die Bevölkerung hat da sehr sensibel auf manche Dinge reagiert. Naja, man muss natürlich auch sagen, die Freiheitlichen sind durch all das, was passiert ist, in einem jämmerlichen Zustand. Das hat ja immerhin allen anderen irgendwie genützt, nicht? Ja, auch der SPÖ, die waren ja eher auf dem Weg zum dritten Platz. Ich glaube, was bei Kurz einfach zu sagen ist, dass er sich eigentlich nie aus der Ruhe bringen hat lassen, dass er auch untergriffige Wortmeldungen auf seine Art pariert hat. Ich denke mir, darum geht es ja jetzt auch in der Steiermark. Ich weiß nicht, wie das werden wird. Wenn ich mir die gestrige Diskussion in der kleinen Zeitung anschaue, war das halt irgendwie anders. Aber mein Stil ist das nicht. Thomas Hossauer, bitte. Ich habe eine Industrieverlage. Sie haben es mutwillig angesprochen, wie Klimaschutz. Ist es auch immer für die FAP noch oder wieder? Oder? Immer. Weder noch wieder, sondern immer. Aber ich hänge mich da nicht hinaus mit Überschriften, sondern man muss schauen, was man tun kann. Ich habe vorhin gesagt, dass die Steiermark, ich habe es noch nicht gesagt, aber die Steiermark das Forschungsland Nummer 1 in Österreich und mit Baden-Württemberg ja auch unter den 274 Regionen des Europa der Union ist. Ein Punkt dieser Forschung ist ja die Forschung, wie kann ich CO2 verhindern. Ich habe vor etwa 1,5 Jahren auf den Infeldgründen eine Kooperation Land-Wissenschaftsressort, also Aiwinger Mittel, Technische Universität, Rektor Kainz und AVL Professor List mit eröffnet, wo es darum geht, in Prototypen von Autos, die dort aufgestellt sind, durch Versuche und Vorgänge, die ich Ihnen mit den Vokabeln gar nicht erklären kann, zu erforschen, was kann ich tun, damit ich den CO2-Ausstoß reduziere. Und der Professor List, der, glaube ich, erhaben ist über jede parteipolitische Präferenz, das habe ich mir so gut gemerkt, weil es für mich so unfassbar war,
hat damals gesagt, in 10, 12 Jahren wird das, was beim Auspuff rauskommt, ohne CO2 geht es nicht, aber so reduziert sein, dass es kein Thema mehr ist. Sagen Sie das jetzt eher nicht naiv, Klimaschutz in 10 Jahren wieder? Das ist jetzt zynisch, aber ja, mein Enkel ist anderthalb Jahre, der kann ich momentan noch alles sagen, was ich nur ein Schokolade von mir kriege. Aber das bespreche ich schon mit meinen Neffen und Nichten. Ich habe meine Frau, die fünf Damen, vier Schwestern also. Und die haben ja auch alle Kinder und meine Frau ist die Älteste, die sind jünger und mit denen rede ich über das schon. Das ist ein Thema. Steirische, heute hat mich wieder einer auf den Weg von der Burg zum Landhaus angeredet, der mit mir reden will, der da unten im Gewerbepark ist und gesagt hat, der möchte mit mir darüber reden, er hat neue Entwicklungen zum Thema Klimaschutz. Also hier gibt es kleine und große und darüber und da gibt es Firmen, die weltweit sehr beitragen, dass es zu Reduzierungen kommt. Und dann geht es ja um die Frage, was kann der Einzelne tun? Und ich muss Ihnen sagen, ich war in dieser Übungsvolksschule der Pädagogischen Akademie, ich habe mit dem Bürgermeister Nagel im Rathaus und mit 50, 60 Studentinnen und Schülern, teilweise mit solchen, die da an diesen Demonstrationen teilnehmen andererseits auch mit diesen Landesschulsprechern geredet und es war ein Magazin, eine Chefredakteurin mit jungen Mädchen und Burschen bei mir zum Thema Politikverdrossenheit, 80% Klima. Und was mir bei all diesen Gesprächen sehr imponiert hat, war, dass die schon natürlich auch sagen, Kerosin und wie kann man das machen, aber auch sehen, hier muss es europaweit Initiativen geben, aber die haben sich sehr darauf konzentriert, was können wir selber tun. Das hat mir sehr imponiert. Weil die haben dann darüber geredet, vom viel zitierten Papiersackerl statt dem Plastik, die haben dann darüber geredet, dass ich im Kaufhaus eine Ecke brauche mit selber gemachtem Brot, mit dem Fleisch und den Eiern und so weiter, die von der Region kommen. Und die haben sehr plädiert, dass man Lebensmittel, die man hier isst, dann hier essen soll, wenn es sie hier gibt. Also den Spargel nicht jetzt, weil der wächst momentan bei uns nicht. Ja. Jetzt kann man über diese Beispiele hinweg turnen und sagen, naja, was ist das gegen das Klimaschutzabkommen Paris? Ja, Klimaschutzabkommen Paris soll man einhalten, aber das soll man machen. Also das ist in etwa die Richtung, in die ich auch gehe, bis hin zu Bürgermeistern. Ich habe, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, würden Sie mich stoppen, aber ich habe in den letzten Jahren immer wieder Bürgermeister gehabt, die gesagt haben, du, was soll ich machen, der letzte Kreisler sperrt, das letzte Gasthaus sperrt. Und was haben wir getan? Ich habe gesagt, schau da an, welche Voraussetzungen notwendig sind, vielleicht können wir irgendetwas tun. So, lass jetzt die Gasthäuser weg, bleiben wir bei den Kaufhäusern. Ich habe da eine ganz konkrete Gemeinde da auf der Backerhöhe im Bild, wo der mir gesagt hat, das ist so furchtbar. Ich habe gesagt, pass auf, und schreibst der Bevölkerung, diejenigen, die sich bei dir aufregen, dass der letzte Kreisler jetzt dann sperrt, denen sagst, wenn sie haben wollen, dass der nicht sperrt, sollen sie in der Früh nicht nur die frische Wurst nehmen und die Milch holen, sondern auch das Mineralwasser und das Klopapier. Und nicht nach Maria Lankowitz runterfahren, das dann holen beim sowieso. Das Geschäft geht heute gut. Nicht nur aus diesen Gründen, sondern weil die dann eine Idee hatten. Die hatten eine Bauernecke eingerichtet. Die ist um 11 Uhr ausverkauft.
Das ist genau beschrieben. Die Eier habe ich von der Bäuerin, das Schweinefleisch von dem, das Rindfleisch von dem und was weiß ich was von dem. Das haben mittlerweile kleine und große Kaufhäuser. Und Sie werden wissen, dass etwa in Andritz, wo ich ja auch wohne, da gibt es ja diese Bäckereimaschinenfabrik König. Die kenne ich seit ewigen Zeiten. Dramatik um diese Familie, sind ja alle sehr, sehr jung gestorben, aber die Mutter lebt noch und jetzt sind halt Geschäftsführer und hunderte Beschäftigte, auch in Ungarn und was weiß ich, wo der überall Produktion. Ich habe jetzt wieder vor 2-3 Monaten besucht. Dann zeigt er mir eine Bäckereimaschine, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Semmeln die erzeugen kann, in der Stunde. Und ich habe gesagt, das ist ja erschütternd. Hat er mir gesagt, na kommen Sie mit. Und hat mir dann gezeigt, es gibt plötzlich wieder Nachfragen nach kleinen Brot- und Semmelmaschinen. Mit anderen Worten, ob Sie es glauben oder nicht, es fangen wieder Bäcker an. Das hängt damit zusammen, dass gewisse Lebensmittelindustrien überzogen haben. Der hat mich dann gefragt, wissen Sie, wo Sie hineinbeißen, wenn Sie dort und dort, Sie werden wissen wo, aber darf man nicht sagen, Ihr Glanzweckerl kaufen. Sagt er, wissen Sie, da steht dann erzeugt oder nicht erzeugt, gefertigt oder was in Österreich. In Wahrheit kommt das mit großen Containern über das Meer von Asien. Große Container mit Teig. Hier werden dann daraus die Teiglinge gemacht, die Sie dann in dem Geschäft dort kaufen können, 10 Teiglinge und daheim aufboxen oder die dort aufgepackt werden. Mehl hätten wir aber selber nur. Und dieser Geschäftsführer dort hat mir voll Stolz, würde ich fast sagen, berichtet, es hat ein Umdenken begonnen. Und auf das setze ich. Weil, wenn das Schiff mit den Containern nicht kommt, was haben wir da gespart? Sie haben jetzt gerade ein sehr plastisches, sehr illustratives Beispiel von Unternehmertum in der Steiermark gebracht. Wir wissen, Steiermark, wichtiges Wirtschafts- und Industrieland. Noch spüren wir es explizit nicht, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass die sich eintrübende internationale Konjunktur früher oder später meistens zeitversetzt auch die Steiermark erfasst. Was soll denn die Landesregierung prophylaktisch tun? Sollte das eintreten, dass man es etwas abfedern kann? Ich spreche im Konjunktiv, aber es hat schon die ersten Meldungen gegeben bei Magna, möglicherweise hunderte Kündigungen. Wir haben einen Föst-Standort, wo wir bereits Kündigungen hinter uns haben, noch durchaus von der Größe her, von der Zahl her in einer überschaubaren Dimension. Aber ist nicht auszuschließen, dass das, ich sage nochmal, zeitversetzt in einer größeren Dimension. Naja, wir können weniger tun, als wir gern tun würden. Wir können mehr tun, als dass wir da nur zuschauen. Das war ja mit ein Grund, warum ich gesagt habe, wählen wir jetzt. Die Konjunktur trübt sich ein. Es ist heute zum Beispiel, hat der Wirtschaftskammerpräsident, ich hoffe, ich darf ihn zitieren, eben bei uns im Bundesparteiverstand gesagt, Deutschland bekommt gerade eine Lungenentzündung wirtschaftlich gesehen und wir werden alle darunter leiden. Ich kann immer wieder nur sagen, dass wir, ohne jetzt Arbeitnehmer gegen die Wirtschaft auszuspielen, ich komme selber von den Arbeitnehmerbereich, also ich habe um den Mindestlohn 1984 gekämpft, wie die anderen noch
gesagt haben, das ist der, der spinnt, nicht? Und zwar nicht nur in meiner eigenen Partei, aber da ganz besonders. Aber der Unternehmer ist Vorbild und nicht Feindbild. Und ich muss schauen, dass die Rahmenbedingungen, dass er hier investiert, gegeben sind. Und ich muss eben schauen, dass ich als Steiermark, dass ich als Österreich im Europa der Union mitmisch, wenn sowas passiert. Der Kollege Schickhoff hat gestern gesagt, David gegen Goliath. Also weder ist er ja David, noch bin ich ja Goliath. Aber ich habe das vor ein paar Jahren, wie ich das letzte Mal in China war, mit einer Wirtschaftsdelegation gemerkt, der David hat eine Chance. Auch im Reich des Goliath. Weil wenn ich dort sehe, dass China erzeugt 50% der Glasfaser weltweit, wenn ich dort sehe, dass das auf Maschinen, die in Bischelsdorf und in Weiz hergestellt werden, Knielgruppe, ja? Wenn ich sehe, dass die größte Abwasseranlage der Welt in Hongkong von Andritz gebaut wird, bis, lachen Sie mir jetzt nicht aus, zur Zotterschokolade in Shanghai, dann sehe ich, hallo, 1, was weiß ich viel, Milliarden Volk und wir haben 1,2 Millionen Einwohner. Wer kennt uns? Die kennen uns. Weil sie wissen, und das hängt wieder mit dem Forschungsstandort zusammen, dass wir gescheite Leute haben. Und für mich ist die Arbeit durch Forschung ist für mich der Schlüsselpunkt. Weil ich habe den Dallinger noch erlebt, den sehr geschätzt, leider allzu früh dann durch diesen fürchterlichen Flugzeugunfall da am Bodensee verunglückt. Es war ein toller Mann, aber ich erinnere mich, wie wir zusammen gezuckt sind, wie er gesagt hat, die Arbeit geht uns aus. Also braucht man Maschinensteuer, Arbeitszeitverkürzung, die Arbeit ist uns nicht ausgegangen. Und ich glaube, dass die Forschung ja dazu führt, dass wir in neue Arbeitsfelder vordringen, die wir heute noch gar nicht kennen, die wir damals nicht gekannt haben, in denen wir heute sind, die wir heute nicht kennen, in denen wir dann sein werden. Also, damit beantworte ich die Frage nicht, weil die Gewitterwolken am Horizont da sind, aber ich kann nur durch eine gesamteuropäische Politik, durch Vernunft, die möglicherweise jetzt in Europa wieder einzieht. Wir haben ja dann in Bälde eine neue Kommission. Durch Vernunft, die es vielleicht im Vereinigten Königreich gibt und vielleicht irgendwann auch wieder in den USA, dass man sich gegenseitig nicht durch Mauern wieder abschottet, sondern dass man erkennt, dass man gemeinsam etwas weiterbringt, weil zum Beispiel ein Brexit, Sie haben Magna genannt, ja, wenn das so weitergeht, wird das schwierig. Die haben die Halden voll mit dem Zuliefermaterial, weil sie sich vor dem harten Brexit fürchten und der harte Brexit kommt, stehen die Züge. Und das kann unabsehbare Folgen haben, wo sie dann die steirische Landespolitik Politik, nicht einmal die österreichische nationale Politik verantwortlich machen können, aber die Auswirkungen spüren wir. Und daher kann unser Blick nur geweitet sein und darauf gerichtet sein, dass wir auch, was eine neue Bundesregierung, ich wage überhaupt keine Prognose, wer das sein wird, haben, dass die nicht eine Politik der Abschottung, sondern der Öffnung machen und halt schauen, dass sie die einzelnen Berufsgruppen nicht beteiligen und dass sie, was weiß ich, etwa die Sozialpartner auch wieder stärker einbeziehen. Da bin ich ja unbedingt der Anhänger, davon war ich immer,
Ich hab den Schachnerhorst, ich habe den Josef Besserl und den Franz Titschenbacher und den Josef Herck und auch den Georg Nill in Abständen zu Vier-Augen-Gesprächen, in Abständen in der ganzen Runde da und wir reden. Wir werden uns. Aber da weicht Graz und Steiermark schon deutlich von Wien ab. Ne? Darum habe ich ja gesagt, ich glaube, dieser Dialog ist wichtig. So oder so ist dieser Dialog wichtig. Und ich meine, ich bin mir mit denen auch nicht einig. Ich habe ja, wie ich die Wahl vorverlegt habe, alle fünf zu jeweils vier Augengesprächen gebeten. Und da ist zwischen dem, was sie dann öffentlich sagen und das, was man unter vier Augen reden, auch wieder ein Unterschied. Aber da kann ich nicht verlangen, dass alle gleich sagen, ich fall dir um einen Arm, dass du vorverlegst. Aber es ist das Gespräch so wichtig. Weil das sind alles in allem, trotz allem, trotz aller Vorkommnisse, die es auch in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, einfach wichtige Einrichtungen. Ich möchte trotzdem ganz kurz noch zurückkommen auf die Initiativen, was den Klimaschutz betrifft, auf innovative kleine Unternehmen in der Steiermark. Gerade die fühlen sich aber sehr oft von der Politik ein bisschen im Stich gelassen, eben im Gegensatz zu den großen Unternehmen, Magna etc. Was kann man denen anbieten für die Zukunft, um diese Initiativen auch wirklich fördern zu können? Ja, eine entsprechende Förderung, die man jetzt auch wirklich über alle Parteigrenzen hinweg in der Koalition gemacht haben. Das ist ein ganz eigenes Förderprogramm für Kleine, und zwar für Kleine, die auch forschen. Das ist ja das für mich, wo ich mich vor lauter Freude hinknien könnte, wenn ich dann einer Firma Holler Tore in Wagner bei Leibniz mit 80 Mitarbeitern das Recht zur Führung des Landeswappens überreiche und der sagt mir der Forschungsabteilung mit 18 und 20 Leuten. Und der tut seine Tore in die ganze Welt verschicken, weil es halt nicht Tore sind nach irgendeinem Plan, sondern weil er eingeht auf die Bedürfnisse. Und so kann ich Ihnen verschiedene Beispiele nennen von ganz kleinen Firmen, etliche Tischlereien, die zum Beispiel für Flugzeuge oder für Schiffe Edelhölzer machen um teures Geld und die super verdienen und was braucht er? Der braucht schnelle Internet und das ist ja das auch, was wir sozusagen unbedingt vorantreiben. Wir haben ja in der Steiermark jetzt eine eigene Gesellschaft gegründet für diese Kabelverlegung. Wie heißt der Chat? Learjet, sehr schön. Gut. Der Learjet, da war ich ein paar Mal dabei, da zuzuschauen. Das ist einfach grandios. Der fährt vor, da ist noch nichts offen, macht er auf, das Kabel kommt rein und der fährt weiter. Haben wir auch schon alle möglichen Preise bekommen. Da kann man schon ein Stück weit stolz sein. Es ist immer zu wenig. Ich habe in meiner Liste, die ich Ihnen jetzt aber nicht ganz sage, weil dann sage ich wieder, welche Punkte ich nicht durchgebracht habe, aber so wie Deutschland angedacht, sie haben es auch noch nicht gemacht, angedacht hat, für dieses Internet 100 Milliarden zur Verfügung zu stellen, wenn du jetzt Österreich nimmst, kommst auf 10 Milliarden, bis jetzt ist das eine Milliarde, da gehört mehr hinein. Weil wenn, bleiben wir beim Tischler, wenn der Tischler in Krakau Hintermühlen anbieten kann, wird er eine Chance haben. Wenn der diesen Zugang nicht hat, ist die Auftragsvergabe schon vorbei, bevor der irgendwas hingeschickt hat. Also das ist für mich viel wichtiger als sonstige Verkehrswege, Wohnung und alles. Da sind wir eh nicht schlecht. Auch bei den Schulen sind wir besser als manche glauben. Aber diese Verkabelungen, da sind wir jetzt eh dabei, die Barbara, dass sie hier in dieser Gesellschaft die Energie steigern. Jeder macht irgendwas. Die Telekommunikationsfirmen und so weiter alle eingebunden werden, aber dann brauchen wir von der EU, vom Bund und leider auch von uns selber mehr Geld. Und ich bin diesbezüglich
Vor zwei, drei Tagen, glaube ich, ist der Gio Hahn wieder zumindest zum Hearing zugelassen worden. Das ist also eine eigene Geschichte, wie lange das dort dauert. Aber der wird auch Kommissar, ist jetzt dann Budgetkommissar. Ich hoffe, das wirkt sich gut auf uns aus. Aber wir haben das gesagt, tu mal was da in der Forschung und setzt da auch europäisch einen Schwerpunkt. Bitte, Themen. Ingrid, bitte. Ja, uns sind vorher die Erbbauern kurz angeschnitten. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass wir in zwei oder drei Jahren wieder eine Erbbauer haben? Ist das für Sie möglicherweise Teil des Wahlkampfes auch? Oder ist das. Das ist kein Wahlkampfthema. Das ist kein Wahlkampfthema, weil es ja ein emotional hoch gestecktes Thema ist. Jedes Mal, wenn wir die Erbauer gemacht haben, habe ich herumgezittert, ob eh nichts passiert. Weil Gnade uns Gott, was dann mit denen ist, die da mittun, wenn etwas passieren würde. Aber wir müssen uns das in Bezug auf die Umwelt natürlich anschauen. Also ich sage jetzt nicht, unter allen Umständen muss das sein. Aber ich gehöre ganz sicher nicht zu denen, die sagen, das gehört jetzt alles weg. Ich meine, man muss überlegen, wo man ansetzt. Und der Erbauer sind 300.000 Leute. Ich weiß nicht, jetzt waren es nur 180. Also ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, vor 14 Tagen, drei Wochen war ja das plötzlich bei diesen Privatsendern auch ein Thema, die Erbauer. Alle die Parteien, die bei uns dagegen sind, waren dort dafür, sogar der grüne Kogler, nur halt das Land soll nicht dazu zahlen. Und wenn man so etwas haben will, muss man dazu zahlen. Und dieses Gerede von der schwer geprüften Region, das stimmt ja schon lange nicht mehr. Also diese Region hat sich ja wirklich erneuert. Natürlich verdanken wir dem Didi Matisch, das ist für mich ein Ehrensteirer, sehr viel, weil etwa durch die Wiederbelebung des nunmehr Red Bull Rings, der ja eine ganz Jahresdestination geworden ist, früher war dort wieder Niki Lauda gesagt hat, ein Kuhstallrennen, haben wir uns geärgert darüber, dass er es gesagt hat. Aber es war ein Rennen, da haben wir zu wenig Hotels gehabt und dann war nichts. Jetzt hast du dort ja die MotoGP, die Formel 1, nächstes Jahr glaube ich auch wieder die DTM, du hast Firmentests, du hast im Ring ja ein hervorragendes Gebäude, wo du kleine und große Veranstaltungen machen kannst, du hast die Lokalitäten, das ist ganz großartig. Von der Erbauer hängt es jetzt nicht ab, ob die Region sich weiter gut entwickelt. Aber die Erbauer ist die größte europäische Flugshow, die in der Steiermark stattfindet. Und was immer wir dort in der Gegend tun, ich kriege immer von den Piloten, von den Managern, erst recht von den Zuschauern, das Lob, euch mögen wir. Du kannst alles abschaffen und wirst das Problem. Richard jetzt einmal hochgeschult, weil er einen Durst hat. Peter. Ich hoffe, dass Sie jetzt nicht die Antwort im Raum stehen geben, sondern das ist seine Angelegenheit. Und würde ich Sie ersuchen. Kommando, Ihr Zukunftspartner hat zur Überraschung vieler seine Funktionen im Parteipräsidium und im Parteivorstand der SPÖ Jugend gestellt. Sie haben das, glaube ich, noch nicht gemacht. Das heißt, Sie sind offensichtlich weiterhin in der Lage, beides oder alles drei im Steiermark Vorstand und Präsidium durchzuboxen. Der Herr Schickhoff hat gesagt, er will sich jetzt voll auf die Steiermark konzentrieren. Jetzt nehme ich an, dass es halt nicht um die Arbeit gehen kann, weil die ist in den letzten Jahren auch ganz gut vonstatten gegangen, obwohl er im Präsidium im Vorstand war. Das heißt, es ist anzunehmen, dass er damit den Wahlkampf meint. Sie sagen,
Wir machen im Oktober keinen Wahlkampf. Der Reform- und Bündnispartner stellen alles andere zurück, um sich offensichtlich verstärkt und extrem darauf zu konzentrieren. Was sagen Sie dazu? Das ist eine Sache. Aber ich tue das nicht, weil ich bei aller Kritik, die man an Bundesstellen auch üben kann, mein Gott, was habe ich da schon alles gesagt in Bezug auf Wien, wo ich nur hoffe, dass nicht eintritt, was der Robert Hochner einmal so schön gesagt hat, die Rache des Journalisten ist das Archiv nicht. Also man sagt ja im Laufe eines politischen Lebens auch ziemlich viel Blödsinn. Aber wie hat der Konrad Adenauer so schön gesagt, niemand kann mich daran hindern, über Nacht klüger zu werden. Das ganze Leben ist ein Lernprozess. Die dümmste Frage, die einem gestellt werden kann, ist ja die, wenn es 60 oder 65 bin, würden sie noch einmal alles gleich machen. Kann ich nicht beantworten. Wenn ich auf die Welt komme, habe ich nicht die Erfahrung wie ein 60-Jähriger. Und daher ist die Frage beantwortet. Ich sage, das Mitmischen in Wien macht Sinn. Man muss denen manchmal schon, auch wenn einem die Knie erschlottern, sagen, wo der Bartl den Most holt. Weil wenn ich mich zurückziehe und von denen nichts mehr haben will, wird es schlecht sein. Weil ich will ja nicht nur den Anteil, der uns zusteht, ich will ja darüber hinaus etwas. Heuer im Jänner haben wir diese fürchterliche Schneekatastrophe gehabt. Ne? Ich habe den Bundeskanzler angerufen und habe gesagt, du, morgen ist der Steirerball in Wien. Kommst? Ja, soll ich kommen? Bitte komm. Hast vorher 20 Minuten Zeit. Haben wir uns im Bundeskanzleramt getroffen mit den schönsten Steireranzügen, die man heute halt so hat. Und die Damen haben gewartet im Dirndl und dabei war der Kurz, der Löger, die Juliane Strauß, weil sie auch unsere Ministerin ist. Und ich habe gesagt, ich brauche 20 Millionen. Wir müssen da im Lawinenverbau ein paar Dinge vorziehen. Der Löger hat gesagt, ja, wo soll ich die hernehmen? Und ich habe gesagt, das weiß ich auch nicht, aber braucht es. Wir haben es bekommen. Und wenn ich da nicht mitmische draus, kann ich sie gar nicht bekommen, weil einen Brief werden sie mir schon beantworten, aber den kann ich dann ablegen. Ja? Und so ist es auch in den großen Sachen. Ich bin ja, wenn Sie es nicht wissen, sage ich Ihnen jetzt, ein Fan von Harald Mahrer, weil der war ein exzellenter Wissenschaftsminister. Und nach der Wahl 17 habe ich gesagt, ich möchte, Harald, mit dir, wir müssen den Modul 2 von der Medizinuniversität, das muss man noch zusichern. Es hängt alles andere vom Waldzentrum bis zur Bibliothek von dem ab. Bin nach Wien gefahren, er ist hergekommen, bin wieder nach Wien gefahren, er ist hergekommen. Bis wir dann mit dem Rektor Smolle zusammen und anderen Persönlichkeiten verkündet haben, wie Modul 1 eröffnet wurde, ein paar Wochen nach der Wahl, aber noch Regierung war, noch Geschäftsführer, dass wir jetzt den Modul 2 auch finanziert haben. Da geht es um hunderte Millionen. Und man darf gar keine Federl aufstecken. Man muss wissen, wie man die Leute behandelt. Ich habe schon mehrere Gespräche mit dem Hartwig Löger geführt. Noch einmal so ein Finanzausgleich, wie wir jetzt haben, können Sie ohne mich beschließen, weil wir vom Fixschlüssel weg wollen auf die Kopfzahl. Das ist natürlich für Wien und die Westler eine Benachteiligung, aber das ist jetzt für uns ungerecht. Und hier einen Mittelweg zu finden, ich will ja niemanden schaden, aber ich will gerecht behandelt werden. Das geht nur, indem ich nicht auf den Tisch trisch, dass die mich nicht mehr mögen, aber indem ich vom Tisch nicht aufstehe, bevor ich nicht in etwa habe, was ich glaube, dass gerecht ist. Johannes, bitte. Ja. Entwicklung im Bund, Sie haben letztes Mal angesprochen oder immer wieder angesprochen, die FPÖ sollte sich einen Reinigungsprozess, glaube ich, oder so unterziehen. Sehen Sie diesen in der Steiermark?
bayerischen SPÖ für beendet oder für notwendig oder für eine Einstimmung? Meine bittere Erkenntnis vor einigen Monaten war, dass meine Hoffnung, dass die FPÖ eine staatstragende Partei wird, sich wiederum zerschlagen hat. Die haben es ja in allen Koalitionen, die bisher waren, nicht zustande gebracht. Das erste Mal hat ja der Peter den Kreisky gestützt, wenn Sie sich erinnern, 1970 hat er den gestützt. Und hat dann 1971 hat es ja eine Wahl gegeben, wo Kreisky die absolute gemacht hat. Und der Peter hat ihn gestützt, weil Kreisky den Nationalrat von 165 auf 183 Mitglieder erhöht hat. Dadurch sind die Freiheitlichen leichter hineingekommen. Dann hat es 83 bis 87 Sinowatz-Steger gegeben, ohne Fortsetzung. Dann hat es Schüssel-Riss-Basser gegeben, mit dem bekannten Ausgang. Und jetzt diese Bundesregierung. Mir persönlich tut das staatspolitisch leid, weil sich die Optionen für alle Parteien ja erweitern, wenn man mit der FPÖ als Österreich-Partei hundertprozentig rechnen kann. Das war jetzt wieder nicht der Fall. Das, was wir jetzt erfahren haben, bedeutet natürlich, ich will jetzt nicht sagen Selbstzerfleischung, aber das bedeutet natürlich für die eine ungeheure Beschäftigung mit sich selbst, dass wir in absehbarer Zeit nicht sehen, ob man mit denen verhandeln kann. Jede und jeder von uns hat in seinem Leben irgendwann auch einmal einen Reinigungsprozess notwendig, und wenn es nur die Fastenzeit ist, wo man nichts trinkt, auch ein ich sollte fasten, wenn es mir anschaut. Die steirische FPÖ, also ich will da will mir jetzt eine Falle stellen. Merken Sie das? Der will eine Falle stellen. Nein, aber Spaß beiseite. Die steirische FPÖ, sagen wir es einmal so, mit dem Mario Kunasek habe ich eine ordentliche Gesprächsbasis. Ich kann ja auch gar nicht umhin, um zu sagen, dass er den Bandur-Panzer in Straß, war ja dabei, wie der in zwei Tranchen gekommen ist, gesichert hat, und dass er die Nachfolge der Alouette in Eigen zugesichert hat, ohne das Geld vom Löger schon gehabt zu haben. Ich habe aber auch mit dem Löger geredet. Ich mache daraus kein Politikum, aber wenn da etwas passieren würde, würde es, wer immer am Werke ist, einen nicht nur geharnischten Protest von mir, ganz sicher auch mit meinem Regierungsteam, wer immer dabei ist, falls ich selber noch dabei bin, geben, weil wir das brauchen. Aber der Kunasek hat das gut vorbereitet, und etliche von ihnen waren auch journalistisch oben da in Eigen, wie die Schneefälle waren. Ich bin dort gewesen an einem Tag, wo die nicht aufsteigen haben können, aber sie haben dann aufsteigen können. Was mache ich dort? Ein Hubschrauber, der mir nicht sagt, dort kannst du sprengen, die Lawine, da kannst du das nicht, dort kriegst du die Straßen wieder frei. Also da geht es ja nicht um irgendwelche Spielvarianten. Da geht es ja darum, dass wir in einem hochalpinen eigentlich Gebiet rasch handeln können, wenn es erforderlich ist. Und da hört sich dann jeder Spaß auf. Also noch einmal, Sie mich gefragt, Fasten hin, Fasten her. Mit Kunasek. Rechts genug oder noch nicht rechts genug? Wer? Wieso die FPÖ in der Steiermark? Ist die rechts genug oder noch nicht rechts genug? Für wen? Für den Wähler.
Das war das Fasten, was ich meinte. Ja. Ist für Sie, ich meine, es sind die Spesen in Wien, sind die Ereignisse in der Bundesfläche, die 100 Einzelfälle, auf die Steiermark umlegbar, Vulgo und landespolitisch die FPÖ Steiermark immerhin noch als Koalitions. Ich hoffe, dass es nicht umlegbar ist, aber ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es nicht umlegbar ist. Schon langsam müssen wir auf die Uhr schauen. Hannes? Der Hannes hat sich schon vor längerer Zeit gemeldet. Ich habe nur ganz kurz, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass ich jetzt in dieser Stunde das Wort Klimawandel zweimal gehört habe. Das, also die Partei und das Land des Joschi Regler, des Heinz Koppitz und ihrer Nachfolger, und ich bin alles Katholik. Über den Kandur reden wir, über alle möglichen Sachen redet der Landeshauptmann, aber über den Klimawandel, der so viele Menschen, gerade junge Menschen, das ist kein Thema. Über das haben wir aber, glaube ich, 20 Minuten da hier oder 25 Minuten geredet. Und ja, das ist sehr wohl ein Thema. Schau, ich habe, um ein Beispiel zu nennen, ja, ich habe im Wahlkampf, weil mir das ein ganz wichtiges Anliegen ist, aber ohne daraus ein Getöse zu machen, habe ich dem Herrn, hoffentlich bald wieder Bundeskanzler Sebastian Kurz, gesagt, wir müssen in der Frage Klimawandel Nägel mit Füßen machen und ich bitte, dass du bei deinem nächsten Aufenthalt Zeit hast für ein paar Leute, die uns da was erklären wollen. Und wir haben, natürlich habe ich jetzt das nicht in den Wahlkampf hineingespielt, weil ich das ja auch den Professoren gar nicht antun wollte, aber mit jenen Professoren, die jetzt ihre Sache ja, für Grün geworben haben, die habe ich alle bei mir gehabt. Auch den Joschi Riegler, auch den Koppitz, aber die waren auch dabei. Und die haben dem Sebastian Kurz in meiner Anwesenheit also dargelegt, was sie für gescheit halten. Das unterscheidet sich relativ zu dem, was der Kurz selber will. Aber es ist nicht so, dass wir diesen Dialog nicht führen. Wir kennen uns lang genug. Und du weißt, ich habe eine Abscheu gegen Anlassäußerungen. Nicht? Jetzt ist Klimaschutz. Daher haben wir jetzt Klimaschutz. Jetzt, wenn es wieder kalt wird, haben wir keinen Klimaschutz. Wir zeigen das in 3 Wochen wieder. Das ist schlecht. Weil in der Tat, du brauchst ja nur rauffahren. Ich war ja lang genug Tourismusreferent. Und wie ich da diese Hängebrücke am Dachstein eröffnet habe, oder die Stufe oder Stiege ins Nichts, war mir 3 Tage schlecht, aber habe ich ja auch gesehen, wie sie mir dort erklärt haben, wie der Gletscher zurück, also das sind schon Alarmsignale, aber jetzt habe ich 2 Möglichkeiten, entweder mitzujammern und zu sagen, ist euch ganz fürchterlich, müssen wir anders machen, also, oder schauen, dass wir was anderes tun. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit. Wir haben die Stunde eh schon ein bisschen überschritten, damit wir dann auch noch Gelegenheit haben, vielleicht das eine oder andere Gespräch abseits des Podiums draußen zu machen. Recht herzlichen Dank, gerne, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War, glaube ich, ein sehr, sehr guter Auftakt für unsere Herbstgespräche. Wir werden dann in kurzen Abständen auch die anderen Parteien noch zu Gast haben, ja, die Parteichefs. Und wir werden auch eine Reihe von Wirtschaftsgesprächen auch noch haben im heurigen Herbst. Also es werden interessante Abende noch vorbereitet. Und ich hoffe, dass wir Sie wieder so zahlreich hier begrüßen können. Und jetzt noch ein gemütlicher Teil. Danke. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Und bald wieder. Danke. Dankeschön. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!